Es ist Mittwoch, der 28. April 2021. Folgende Themen sehen Sie heute im SKB-Journal. Corona-Zahlen, Inzidenz steigt weiter. Shopping, Testzentrum für Innenstadt gesucht. Und Packhof, erste Ideen vorgestellt. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zum SKB-Journal. Auch wenn man weiß, dass am Anfang einer Woche die Corona-Zahlen etwas niedriger ausfallen, so hat man doch die Hoffnung, dass sie nicht steigen. Aber genau das tun sie. Wir befinden uns wohl wirklich in der dritten Welle. Die 7-Tage-Inzidenz liegt in Brandenburg an der Havel mit Stand vom Dienstagabend bei 120,5. Im Vergleich zum Vortag gibt es 24 Neuinfektionen. Im Moment werden 15 Patienten stationär versorgt. 429 Personen befinden sich in Quarantäne. Ja, und seit Samstag gilt ja die Bundesnotbremse. Was heißt das für das Shoppingerlebnis in der Havelstadt? Mit einem Negativtest ist es trotz Inzidenzwerten von über 100 möglich. Allerdings schätzen die Händler in der Innenstadt die Testerfordernisse derzeit eher als Problem ein. Thomas Krüger, Geschäftsführer der Stadtmarketing- und Tourismusgesellschaft, meint dazu, das sorge nicht dafür, dass mehr Kunden in die Läden kommen, sondern schrecke eher ab. Daher soll nun versucht werden, ein Einkaufsbummel zu vereinfachen. Es wird jemand gesucht, der in Haupt- oder Steinstraße ein Testzentrum aufbaut. Carsten Tüchelmann, der die Testzentren in der Stadt koordiniert, zeigt sich optimistisch. Er geht davon aus, dass in kürzester Zeit etwas gefunden werden wird. So habe ein Gastronom in der Steinstraße sein Interesse bekundet, um die Zeit des Lockdowns im Laden sinnvoll zu nutzen. Die Teststelle muss nur bei der Kassenärztlichen Vereinigung registriert werden, um die spätere Abrechnung sicherzustellen. Wenn dann Tests und die komplette Schutzausrüstung für die geschulten Mitarbeiter vorhanden sind, kann es losgehen. Außerdem gäbe es noch die Möglichkeit, nur die Räume zur Verfügung zu stellen und externe Organisationen die Tests übernehmen zu lassen. Carsten Tüchelmann ist dankbar für Anregungen und Interessenbekundungen im Stadtkern. Er steht Interessierten mit Rat und Tat zur Seite. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Ich konnte nicht mehr länger wandern. Das Radfahren ging schwer. Treppe steige. Katastrophe. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosa Xan. Rosa Xan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Knobi, Knobi und du bleibst vital. Knobi Vital basiert auf der Unterstützung einer gesunden Herzfunktion durch den positiven Effekt des Knoblauchs. Also ich kann es nur weiterempfehlen, es hat tatsächlich was gebracht. Ich bleib dabei. Knobi Vital, der tägliche Schluck Gesundheit. Und Sie bleiben fit bis ins hohe Alter. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Beratung unter 07528 20 6000. Die ersten städtebaulichen Ideen und Arbeiten zur Entwicklung des Packhofes wurden einem Obergutachtergremium vorgestellt und diskutiert. 3 von der Stadt beauftragte Gutachterteams stellten dem Gremium ihre Entwürfe online vor. Alle folgten mit ihren Entwürfen den Gedanken der Auslobungsunterlagen. Im weiteren Verlauf werden die vorgestellten Entwürfe und Arbeiten nun weiter konkretisiert und Mitte Juni 2021 im Abschlusskolloquium präsentiert. Die interessierte Öffentlichkeit muss sich noch etwas gedulden, bis sie die finalen Entwürfe sehen kann. Im Jahr 1900 gab es ein Sammelbildchen einer Schokoladenfirma, auf der war eine Schönwettermaschine abgebildet, datiert auf das Jahr 2000. Ja, und so eine Schönwettermaschine, das wäre doch was, denn langsam könnte es auch schöner werden. Hier sind die Aussichten mit dem SKB-3-Tagestrend. Am Donnerstag ist der Himmel leicht bedeckt, am Morgen ist es noch recht frisch, die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 16 Grad, Freitag sieht es bei 12 Grad ähnlich aus, es könnte aber auch noch Regen dazukommen und der Samstag schlägt mit 14 Grad und ebenfalls bedecktem Himmel zu Buche. Liebe Zuschauer, das war das SKB-Journal vom Mittwoch, ich verabschiede mich und sage Tschüss, machen Sie es gut.